Test. Test, 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 Test. Testspiele, überall Testspiele. Ja, Testspiele. Können wir da wetttechnisch was mit anfangen? Denke eher nicht. Jetzt gerade zum Beispiel, da spielt der BVB in China gegen Manchester United. Habe ich überlegt, Bows to Score. Ist mir auch ein bisschen zu vage. Jetlag, wer spielt? Nationalspieler auf beiden Seiten noch nicht da. Oder heute Abend zum Beispiel in Kiel spielt S04. Quote ist 1,4. Und wenn man bedenkt, dass Kiel, also die Störche, nächste Woche ihr erstes Saisonspiel haben, ist das ja so eine Art Generalprobe. Und Schalke, Nationalspieler sind noch nicht da, neuer Trainer, da wird einiges rumgetüftelt und probiert. Lassen wir die Finger davon. Wir haben auch ein paar andere Sachen gefunden, die wettbewerbstauglich sind. Und wir fangen an in Norwegen, denn das glückliche Händchen ist soweit. Um 19 Uhr spielt Brannbergen gegen Aalesund und wir tippen die 1 für 1,55. Brannbergen enorm heimstark, 5 Spiele gespielt daheim, alle 5 gewonnen. Aalesund eher auswärts schlecht. Von den 5 Spielen, die sie auswärts gemacht haben, haben sie lediglich 1 gewonnen. Die anderen 4 alle verloren. Obendrein fehlen denen noch 2 wichtige Stammstürmer. Ganz klar, Brannbergen wird's machen. Gehen wir mal nach Österreich. Dort beginnt morgen um 16 Uhr die erste Liga und dort spielt Rapid Wien gegen den SV Ried und wir tippen die 1 für 1,40. Rapid gegen Ried. Da hat Rapid tatsächlich die letzten 9 Heimspiele allesamt gewonnen, also quasi seit 2011 gegen SV Ried ungeschlagen, daheim zumindest. Obendrein fehlt dem SV Ried auch noch der ein oder andere wichtige Spieler. Rapid gut in Form, nehmen wir so mit. Weiter geht's in Dänemark. Morgen um 17 Uhr spielt Esbjerg gegen FC Kopenhagen. Wir tippen den Auswärtssieg auf Kopenhagen für eine 1,50. Das ist die erste dänische Liga. Kopenhagen, logischerweise. Ja, was lässt sich zu Esbjerg sagen? Die waren 11. in der letzten Saison Abschlusstabelle von 12 Mannschaften. Das sagt ja auch ein bisschen was über die Stärke aus. Am ersten Spieltag haben sie 4:0 eine Klatsche bekommen bei Brøndby Kopenhagen. Ja, und FC Kopenhagen, amtierender Meister, spielen schon Champions League Quali gegen die Crusaders aus Nordirland, haben sie die Tage 6:0 weggeklatscht, schön. Und am ersten Spieltag der dänischen Liga haben sie auch ein 3:0 gegen Lyngby hingelegt. Da hat Trainer Solbakken wohl alles im Griff und wir spielen mit. Morgen Abend 18:30 Uhr, die Reise geht weiter bzw. zurück nach Österreich. Dort spielt Sturm Graz gegen RB Salzburg. Wir tippen die 2 auf den Meister für eine Quote von 2,15. Ja, Sturm Graz. Gucke ich mal gerade. Die letzten 10 Heimspiele alle gegen RB nicht gewonnen. Und zwar 5 Remis und 5 Niederlagen waren dabei. RB hingegen, ähnlich wie Kopenhagen, auch schon in der Champions League Quali. Okay, das ist immer so eine Geschichte mit RB Salzburg und naja, Champions League Quali. Vielleicht schaffen sie es ja dies Jahr. Der nächste Gegner heißt Tirana, das werden die sicherlich noch mit ein bisschen Souveränität halt hinnehmen und sich erstmal auf Sturm Graz konzentrieren. Und wenn sie einigermaßen abrufen, was sie einzigartig in der Liga macht, dann werden sie das locker gewinnen. Morgen Abend 20 Uhr geht es bei unseren Eidgenossen in der Schweiz auch schon wieder los. Und zwar spielt der FC St. Gallen gegen die Young Boys Bern Jungs. Und da sagen wir Bows to Score für 1,52. Die letzten 8 Duelle zwischen beiden verliefen Bows to Score, also jeweils jeder einen Minimum-Treffer gemacht. Und St. Gallen zu Hause, 9 der letzten 10 Spiele war Bows to Score. Und bei Young Boys Bern sieht es genauso aus, 9 der letzten 10 Auswärtsspiele verliefen Bows to Score. Das bedeutet, lass mich nachdenken, die Quote von 1,52 ist gar nicht schlecht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gehen wir in die Major League Soccer. Und zwar auf einem Schein haben wir uns 3 Unentschieden rausgepickt. Zum einen Columbus gegen Orlando, DX für 3,6. Toronto gegen DC United, DX, das X für 3,4. Und Colorado gegen Dallas, das X für 3,1. Ja, letztendlich haben wir durch diese Systemwette alle Kombinationsmöglichkeiten dieser für uns sehr realistischen Remis miteinander verknüpft vorhanden. Und das heißt, auf diesem Schein gibt es 3x Zweier-Kombis und einmal die komplette Dreier-Kombi. Tja. Das muss man, glaube ich, vor Augen haben und deswegen habe ich auf unserer Facebook-Seite für euch einen kleinen Text vorbereitet, auch mit Rechenbeispielen. Und wenn man das einmal vor Augen gesehen hat,
dann finde ich, und begriffen hat vor allen Dingen, dann finde ich das eigentlich eine ganz schöne Art zu wetten, gerade in hinsichtlich Remis. Sonntagmittag 13:35 gehen wir mal nach China in die verrückte Super League. Dort spielt Shandong Luneng gegen Shanghai Shenhua. Und wir tippen die 1 für 2.10. Unser erster Ausflug nach China. Da tippen wir auf den Felix Magath Club. Das ist dieses Shandong Luneng. Der hat sich gerade enorm verstärkt mit Papiss Cissé von Newcastle und mit Graziano Pelle, den wir alle von der EM kennen, von Italien. Die haben die letzten drei Heimspiele gegen den Gegner auf jeden Fall gewonnen und das sogar ohne die zwei. Beim Gegner Demba Ba, habt ihr bestimmt mitbekommen, Schienenwadenbeinbruch, der fällt weg. Das ist der Goalgetter von Shanghai Shenhua, hat in 18 Spielen 14 Mal getroffen, sind zwar noch ein paar andere Superstars am Start, aber Felix ist im Aufwind, der wird's holen. Wir bleiben doch verrückterweise nochmal in China und wir tippen selbe Uhrzeit. Sonntagmittag Hebei gegen Shanchung Yatai und wir tippen die 1 für 1.60. Hebei, das ist der Club von Gervinho. Der hat letzte Saison noch bei AS Rom gespielt. Die sind Vierter, haben zuletzt zwar nicht so gut gespielt, 5 Spiele in Folge verloren. Die spielen aber gegen den Letzten und die haben genauso schlecht gespielt. Da hat man einen Marktwert von 32,73 gegen 6,68 Millionen. Quote ist 1,6, die müssen einfach mal wieder gewinnen und Gervinho muss mal wieder eine Hütte machen. Sonntag 16 Uhr gehen wir nochmal in die Schweiz. Dort spielt der amtierende Meister FC Basel gegen den FC Sion. Wir tippen den Heimsieg für die 1,67. Ja, zu Testspielen habe ich ja eben schon ein bisschen was gesagt, wie ich das sehe. Basel hatte da relativ schlechte Ergebnisse, Sion hingegen recht gute. Aber wenn es ernst wird, dann wird Basel das sicherlich gewinnen. Die sind Meister, ähnlich wie Bayern München hier bei uns, absolut im Abo. Und die letzten 4 Duelle haben sie alle für sich entschieden gegen Sion. Die werden schon ihr erstes Heimspiel gewinnen. Gehen wir nochmal nach Schweden in die zweite Liga. 17 Uhr Sonntag, AFC United gegen Trelleborg. Wir tippen einen Heimsieg für 1,75. AFC United hat eine sehr beeindruckende Heimbilanz, haben noch kein Spiel verloren, nur einen Unentschieden aus 7 Spielen geholt. Die spielen gegen den Aufsteiger aus Trelleborg und die haben gerade mal einen Auswärtssieg und einen Remis auswärts geholt. Ist der Aufsteiger, das ist obendrein der zweite gegen den siebten nach 15 Spieltagen. Da ist eine 1,75 wirklich klasse und deswegen nehmen wir die auch. Unser letzter Tipp führt uns doch tatsächlich nochmal nach Deutschland, nach Sinsheim. Besser gesagt, dort findet das U19-EM-Finale statt. Frankreich gegen Italien, wir tippen auf Frankreich für eine Quote von 2.10. Frankreich definitiv das beste Team bei dieser U19-EM. Schon recht beeindruckend, was die Jungs da an individueller Klasse auf den Rasen bringen. Der Sohn von Lilian Thuram ist dabei, Markus heißt er, oder Marcu. Das klingt ja natürlich schon ein wenig weltmeisterlich, Thuram, aber Europameister U19 reicht ja auch erstmal für den Knaben. Okay, danke, glückliches Händchen. Das glückliche Händchen geht schon mal ins Freibad vor, hat schon mal Hitze frei. Wir machen weiter. Ja, was könnte man denn sonst noch so erzählen über die Woche? Ja, hier und da Transfers, aber ach, das findet sich alles noch. Das besprechen wir, wenn es dann soweit ist, wenn es in die neue Saison geht, also sprich Bundesliga und so weiter, Champions League, tralala. Was ich nicht ganz verheimlichen kann und auch nicht will, ist, ja, die Gesamtbilanz, die klebt da zurecht auf der Arschkarte. Heißt gerade 19:51 und hat den Vornamen Minus. Da hängen 11 Tipps. Glückliches Händchen ist Gott sei Dank schon im Freibad und unter uns. Die 11 Tipps, die sollten mal 11 Freunde sein, damit das Elend wieder da klebt. Dann können wir auch wieder ganz strahlend bei Facebook sowieso diskutieren. Bei YouTube dürft ihr uns abonnieren. Und ja, ich muss auch ins Freibad. Ich sag mal, bis nächste Woche.